Wenn Isaac Newton in einer Zeitmaschine in die heutige Zeit reisen würde, hätte er wahrscheinlich Tränen in den Augen, wenn er die Fortschritte in der Welt der Wissenschaft sehen würde. Phänomene, die ihm zu seiner Zeit unglaublich rätselhaft erschienen. Phänomene, von denen er nicht einmal wusste, dass sie existieren, gelten heute fast schon als Allgemeinwissen. Wenn er zum Beispiel den Large Hadron Collider in der Schweiz sehen würde, wäre er sprachlos. Und wenn er hören würde, dass seine Theorie der Schwerkraft von einem Mann namens Einstein erheblich verändert wurde, wäre er überrascht, aber auch glücklich zugleich. Aber der größte Schock wäre wohl, wenn er von der Quantenmechanik hören würde. Selbst Wissenschaftler, die ihr ganzes Leben diesem Thema gewidmet haben, erleben immer noch Überraschungen. Aber Newton müsste sich wohl erstmal vor Sprachlosigkeit setzen. Wie dem auch sei, nachdem er sich beruhigt und wieder gefasst hätte, würde er aufstehen und allen Wissenschaftlern, die dazu beigetragen haben, diese Stufe zu erreichen, stehende Ovationen zollen. Vom besseren Verständnis der Natur des Lichts im 19. Jahrhundert über die viel bessere Analyse der Struktur des Atoms im 20. Natürlich werden die Wissenschaftler auch heute noch zugeben, dass sie noch am Anfang des Weges stehen. Dass es sehr einfache und wichtige Informationen über das Universum gibt, die wir noch gar nicht kennen oder verstehen. Wir kennen einige von ihnen, das heißt einige Phänomene, die wir nicht erklären können, von denen wir glauben, dass es eine bessere Erklärung geben muss. Die Menschheit hat schon versucht, diese Fragen zu beantworten, ist aber nicht sehr weit gekommen. Werfen wir einen Blick auf die rätselhaften Fragen der Physik, die wir nicht beantworten können. Eine der grundlegendsten Fragen, die die Wissenschaft nicht beantworten kann, betrifft die Materie. Wir kennen Materie, es besteht aus Atomen, eine einfache Information, nicht wahr? Atome bestehen aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Und Protonen und Neutronen sind Quarks. Genau, das ist das Problem. Gibt es noch mehr fundamentale Teilchen? Das Standardmodell der Teilchenphysik ist bekannt. Es ist ein Modell, das die subatomaren Teilchen und ihre Wechselwirkung sehr gut zusammenfasst. Dank dieses Modells konnten auch bisher unbekannte Teilchen entdeckt werden. Das letzte davon war das 2012 entdeckte Higgs-Boson. Doch es gibt ein Problem. So umfassend und erfolgreich das Standardmodell auch sein mag, es erklärt nicht alles. Zum Beispiel, warum gibt es das Higgs-Boson? Wir wissen nicht, warum es diese Masse hat. Vor seiner Entdeckung schätzte man, dass es eine Billiarde mal massiver wäre. Aber das tat es nicht. Außerdem, es ist zum Beispiel bekannt, dass Atome elektrisch neutral sind. Die positive Ladung der Protonen wird durch die negative Ladung des Elektrons ausgeglichen. Aber warum? Und wie? Noch einmal, wir wissen es nicht. Ein weiteres Problem ist die Schwerkraft. Es ist die Kraft, mit der wir am meisten vertraut sind, die Kraft, die uns alle auf der Oberfläche der Erde hält. Einstein hat es so gut erklärt. Er sprach über die Krümmung der Raumzeit und drückte dies mathematisch perfekt aus. Es ist jedoch seltsam, dass dies immer noch eine der Kräfte ist, die wir am wenigsten verstehen. Denn die Schwerkraft ist viel, viel schwächer als der Elektromagnetismus und die Kernkräfte. Aber wie kann das sein? Es gibt Menschen, die versuchen, dies mit einer anderen Dimension zu erklären. Nach dieser höchst spekulativen Idee könnte es neben den drei Dimensionen des Raums noch weitere Dimensionen geben. Diese Dimensionen können in die drei Dimensionen durchgedrungen sein und wir können sie aus diesem Grund nicht erkennen. Deshalb mag sie auch so schwach erscheinen. Mit anderen Worten, die Schwerkraft ist genauso stark wie andere Kräfte, vielleicht sogar stärker. Und wenn sie in diesen zusätzlichen Dimensionen gestreut ist, kann man sie vielleicht deswegen nicht wahrnehmen. Eine weitere unbeantwortete Frage ist der Begriff Zeit, den wir zuvor in einem Video erörtert haben. Seit Einstein ist es nun allgemein anerkannt, dass Raum und Zeit vier Dimensionen bilden und die Struktur bilden, die wir als Raumzeit kennen. Allerdings, es ist sehr wichtig, hier eine Unterscheidung zu treffen. Wir müssen die Dimension, die wir Zeit nennen, getrennt vom Raum betrachten, denn die Zeit unterscheidet sich vom Raum durch eine sehr grundlegende Eigenschaft. Wir können uns zum Beispiel in einem Raum bewegen, wie wir wollen. Vorwärts, rückwärts, hoch, runter. Wir können gehen, wohin wir wollen. Aber mit der Zeit ist es anders. Nicht einmal eine Sekunde können wir in der Zeit zurück. Wenn es eine Dimension ist, warum können wir nicht in die Zukunft? Warum gehen wir nicht zum Beispiel einfach 10 Jahre in die Zukunft und schauen uns an und versuchen, unsere Gegenwart zu verbessern? Physiker nennen das den Fall der Zeit. Leider kann es nur in eine Richtung gehen. Einige Physiker verweisen hier auf den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Die Entropie eines physikalischen Systems, grob gesagt, seine Unordnung nimmt mit der Zeit zu. Sie muss zunehmen. Es scheint, dass dies genau das ist, was wir Zeit nennen. Was der Zeit ihre Richtung gibt, kann die Richtung dieser Entropie sein. Der Weg zum Zerfall. Wie eine zerbrochene Vase.
Eine zerbrochene Vase hat mehr Entropie als eine unzerbrochene. Und die Rückkehr davon, das ist unmöglich. Wenn wir also davon ausgehen, dass die Entropie hier zunimmt, weist das natürlich auch auf etwas anderes hin. Wenn wir zurückgehen, ist die Entropie geringer. Und wenn wir an den Anfang zurückgehen, zum Urknall, ist die Entropie fast null. Die Zeit vor dem Urknall ist also nach wie vor das größte Rätsel für uns. Warum gab es damals so gut wie keine Entropie? Wenn wir diese Frage beantworten können, werden die Antworten auf fast alle unbekannten Fragen nach und nach folgen. Für manche ist die eigentliche Frage, warum sich Zeit und Raum so unterschiedlich verhalten. Aber es scheint, dass alle Fragen uns zu einem Ort führen, nämlich zurück zum Anfang. Wie auch immer, kommen wir zu den anderen Fragen. Die Antimaterie. Wo ist die Antimaterie hin? Obwohl sie oft als etwas Unwirkliches wahrgenommen wird, weil sie Gegenstand von Science Fiction ist, handelt es sich um ein sehr reales Phänomen. Es ist möglich, für jedes normale Materieteilchen ein Antiteilchen mit der entgegengesetzten Ladung zu erhalten. Ein Antiproton zum Beispiel ist genau wie ein Proton, aber negativ geladen. Oder das Antiteilchen des Elektrons ist ein Proton mit einer positiven Ladung. Physiker können auch Antiteilchen im Labor herstellen. Es wird aber auch die gleiche Menge an Materie produziert. Das bedeutet folgendes: Der Urknall sollte die gleiche Menge an Teilchen und Antiteilchen hervorgebracht haben. Aber alles im Universum besteht aus normalen Teilchen. Wo sind also die Antiteilchen? Darauf gibt es noch keine Antwort. Aber die beste Vermutung ist, dass beim Urknall weitere Teilchen entstanden sein könnten. Ungefähr 10 Milliarden plus ein Teilchen für jeweils 10 Milliarden Antiteilchen. Das plus ein Teilchen. Der Architekt von allem. Aber das ist die Frage: Warum dieses Ungleichgewicht? Woher kommt das plus 1? Wie ist es dazu gekommen? Das weiß man nicht. Weiter geht's. Die andere große Frage: Der unscharfe Bereich zwischen flüssig und fest. Wir scheinen Flüssigkeiten und Feststoffe ziemlich gut zu verstehen. An sich ist das kein Problem. Einige Stoffe verhalten sich jedoch sowohl wie Feststoffe als auch wie Flüssigkeiten. Wir können Sand als Beispiel nehmen. Ein Sandkorn ist so fest wie ein Stein. Aber wenn man Millionen von ihnen nimmt, ja, dann verhält es sich wie eine Flüssigkeit. Man kann sich das auch für ein ganzes Ensemble aus vielen Elementen vorstellen. Der Verkehr auf der Autobahn ist ein Beispiel dafür. Es ist ein Phänomen, das so lange fließt, wie es kein Hindernis gibt. Auch wenn dies wie ein einfaches Problem erscheinen mag, können wir, wenn wir dieses Problem lösen, erstens den Verkehr auf der ganzen Welt für immer beenden und alle Systeme viel effizienter fließen lassen. Doch kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen. Die einheitliche Theorie ist der Traum aller Physiker, einschließlich Einsteins. Derzeit gibt es zwei grundlegende Theorien, die viele Dinge sehr gut erklären. Die eine ist die Einsteins allgemeine Relativitätstheorie und die andere ist die Quantenmechanik. Die allgemeine Relativitätstheorie kann die Bewegung von allem erklären, von einem Fußball bis zu Galaxien. Die Quantenmechanik hingegen funktioniert perfekt im Universum der subatomaren Teilchen. Es ist jedoch inakzeptabel, diese beiden Aspekte getrennt zu betrachten. Es muss einen Ort geben, an dem diese beiden zusammenkommen. In der Quantenmechanik finden die Ereignisse von einem festen Raumzeithintergrund statt, während in der allgemeinen Relativitätstheorie die Raumzeit selbst sehr flexibel ist. Was also passiert mit der Quantenmechanik in einer flexiblen und gekrümmten Raumzeit? Das weiß man auch nicht. Ich meine, man weiß nicht mal, was man nicht weiß. Aber es hat Wissenschaftler gegeben, die sich sozusagen kopfüber in dieses Problem gestürzt haben. Seit Jahrzehnten wird die Stringtheorie als Lösung für dieses Problem diskutiert. In ihrer einfachsten Form besagt die Theorie, dass die Materie aus schwingenden Saiten oder Energieschleifen besteht. Viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass diese Erklärung die klassische und die Quantenmechanik kombinieren kann. Aber natürlich konnte man das experimentell noch nicht erreichen. Die Theorie von allem wird noch ein wenig warten müssen. Nun kommen wir zur wichtigsten Frage von allem: Das Leben. Wie ist es aus anorganischer Materie entstanden? Wie ist das Leben aus unbelebter Materie entstanden? Unsere Erde zum Beispiel. 500 Millionen Jahre lang war es leblos. Es gab nicht ein Lebenszeichen. Dann geschah etwas. Und wie ein Virus breitete sich das Leben in der ganzen Welt aus. Aber wie? Man geht also davon aus, dass es eine chemische Evolution vor der biologischen Evolution gab. Man geht davon aus, dass einfache anorganische Moleküle zu komplexen organischen Molekülen reagiert haben. Höchstwahrscheinlich in den Ozeanen. Aber war das der erste Funke, der diesen Prozess in Gang setzte? Einigen Wissenschaftlern zufolge handelt es sich dabei um einen natürlichen Prozess.
Kurz gesagt, unter diesem Gesichtspunkt war es unmöglich, dass mit zunehmender Entropie kein Leben entstehen konnte. Sie erklären dies wiederum mit der Physik. Ihrer Theorie zufolge, die sie auch mit Computersimulationen untermauern, führten gewöhnliche chemische Reaktionen, oder sagen wir es so, gewöhnliche Reaktionen, die in unserer neu entstandenen Welt durchaus üblich sind, zur Entstehung hochkomplexer Verbindungen, was nicht verwunderlich ist. Dies war ein entscheidender Schritt bei der Entstehung von lebenden Organismen. Aber das Leben selbst ist ein sehr schwer zu untersuchendes Phänomen, denn es gibt kein Gleichgewicht und keine Stabilität. In einem ausgewogenen System sind alle Komponenten vorhersehbar. Es gibt weder einen Energieabfluss noch einen Energiezufluss. Aber das Leben ist das Gegenteil. Selbst die einfachste Pflanze empfängt Sonnenlicht und wandelt es in komplexe Moleküle um, während sie Wärme an die Umgebung abgibt. Die Antwort auf diese Frage ist also ein ebenso anspruchsvolles Abenteuer wie die Theorie von allem. Neben all diesen Fragen gibt es natürlich noch andere Fragen, wie die nach der dunklen Materie oder der dunklen Energie. Aber ich denke, es wäre sinnvoll, diese Fragen auf diese Weise vor Augen zu führen. Vor allem einige der Fragen, die wir in nächster Zeit behandeln werden und an denen die gesamte wissenschaftliche Welt Tag und Nacht arbeitet. Mit diesem Video haben wir eine kleine Notiz gemacht. Wir haben hier einige mögliche Antworten angeführt, aber natürlich können wir nicht alle aufzählen. Wir werden diese Antworten in vielen separaten Videos behandeln und gegebenenfalls auch auf neue offene Fragen eingehen. Andererseits weiß ich, dass es unter uns Menschen gibt, die ihre Zukunft mit einem Physikstudium gestalten wollen. Es ist sehr wichtig zu wissen, was das Problem ist, bevor man eine Lösung findet. Fügt gerne diese zu den Fragen, die ihr in Zukunft beantworten wollt. Wer weiß, vielleicht kann einer von euch in Zukunft einer dieser Fragen beantworten. Letztendlich ist doch alles möglich, oder? Und wie immer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.